Hallo liebe Leute und willkommen zu meinem Tutorial, wie ihr den Sonic's Unbelievable Shaders Mod für die Minecraft-Version 1.2.5 bzw. später wahrscheinlich auch 1.3 und so weiter installieren könnt. Vorab gesagt, auf meinem Minecraft sind aus den vergangenen Tutorials bereits der Optifine-Mod, der Matmos-Mod, der Modloader und der Audio-Mod installiert. Damit alles so funktioniert wie bei mir und auch keine Probleme auftauchen, solltet ihr alle Mods nach der Reihenfolge meiner Tutorials installiert haben. Seid ihr aber nur hier, um einfach den Shaders Mod zu installieren? Solltet ihr zumindest den Optifine Mod installiert haben, den Meta-Info-Ordner gelöscht haben und ihr dürft niemals den MC-Patcher benutzt haben auf eurer aktuellen Minecraft-Version. So, verstanden? Gut. Dann müssen wir natürlich den Mod erstmal herunterladen. Das tun wir ganz einfach im Minecraft-Forum. Adresse ist in der Beschreibung. Und hier scrollen wir wieder etwas herunter. Hier haben wir ein paar Screenshots von dem Mod. Und uns interessiert eigentlich nur dieser Download-Bereich. Hier haben wir dann zwei verschiedene Varianten. Einmal für Windows und auch für andere Sachen, also für andere Betriebssysteme. Wir laden einfach das für Windows herunter. Wenn wir das getan haben, dann haben wir einmal diesen Ordner hier. So, und jetzt kommt das Besondere, diese zwei anderen hier. Also die Superlight-Variante und die Light-Variante. Die kommen nur in Frage, falls ihr einen schlechten PC habt und oder dieses Motion Blur entfernt haben möchtet. Also dieses diese Bewegungsunschärfe, die entsteht. Da beschweren sich ja ganz viele Leute mal darüber, dass das irgendwie dann blöd ist. Also wie gesagt, wenn ihr einen schlechten PC habt und das entfernt haben möchtet und oder, dann einfach eine von diesen beiden Varianten herunterladen. Gut. Und auch noch ganz wichtig, was hier steht, Version 0.09 funktioniert nur für ATI-Grafikkarten. Für Nvidia-Grafikkarten funktioniert nur 0.8. Verstanden? Gut. Warum sage ich eigentlich immer verstanden? Gut. Ich weiß auch nicht. Gut. So, dann haben wir einfach diese drei Ordner hier. Welche ihr von den beiden nehmt, ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt aber die Superlight-Variante, weil ich später auch noch aufnehmen muss damit. Und das auch ein bisschen flüssiger läuft. So, egal. Ich nehme einfach jetzt dieses Superleiter-Teil und bei euch ist es egal. Okay, eins muss ich auch noch sagen. Wenn ihr nur den Sonic's Ersatz Unbelievable Shaders Mod installiert haben möchtet, dann braucht ihr diese zwei Sachen nicht. Wie gesagt, das ist einfach nur, falls ihr einen schlechten PC habt. Wie ich zum Beispiel. Ja. Okay, jetzt wollen wir erstmal installieren. Genug gelabert. Windows R drücken. Dann öffnet sich unser Ausführenfenster hier. Und wir schreiben wie gehabt und wie gesehen %appdata% herein. Okay, Entschuldigung. Dann haben wir hier den Dingens hier, diesen AppData hier und dann drücken wir auf den Punkt Minecraft Ordner. Und jetzt öffnen wir den ZIP-Ordner von unserem Sonic's Ether Mod. Und dann drücken wir auf dieses Ding hier, auf diesen Ordner. Und hier haben wir dann einen Mods-Ordner drin. Diesen ziehen wir ganz einfach in unseren Punkt Minecraft-Ordner rein, drücken auf Ja, und wenn wir jetzt reingucken, da ist dann dieser Shaders-Ding drin, dieser Shaders-Ordner, Shaders-Ding, egal. Und noch eine Info dabei, wenn ihr einen anderen Mod zum Beispiel schon installiert habt, also in so einem Mod-Ordner, zum Beispiel den Matmos-Mod, der bleibt natürlich erhalten, also der wird nicht irgendwie ersetzt oder sowas. Okay, wenn wir das drüber gezogen haben, dann müssen wir nur noch die Installer.exe starten. Und wir drücken hier auf Install Mods. Das ist ganz praktisch, weil ich glaube, früher musste man das manuell installieren. Also diese ganzen Dateien muss man selber irgendwie rüber kopieren und sowas. Und jetzt geht's einfach ganz praktisch mit dieser Exe hier. Und wenn hier steht Installation Complete, könnt ihr das auch schon schließen. Oh, das war ein Fehler. So, wenn ihr das habt, dann habt ihr im Prinzip schon den Sonic's Ether's Unbelievable Shaders Mod installiert. Okay. Jetzt kommt einfach die Dings ins Spiel, falls ihr Superlight oder Light benutzen möchtet. Einfach den Ordner öffnen. Und diesen Ordner auch nochmal öffnen. So, jetzt haben wir hier ganz viele komische Dateien. Die sind auch wichtig, denn wir müssen jetzt in unserem Punkt Minecraft-Ordner zurückswitchen. Dort öffnen wir den Bin-Ordner. Und dann öffnen wir unsere Minecraft-Jar. Öffnen mit WinRAR. So. So, jetzt müssen wir diese ganzen Sachen hier ersetzen. Und zwar, dafür öffnen wir den Shaders-Ordner in unserem Minecraft-Jar. Der befindet sich hier unten. Doppelklick. Und hier sehen wir, das sind exakt dieselben Dateien, nur mit anderen Inhalten. Und dafür müssen wir natürlich das erstmal markieren und dann rüberziehen.
Okay, und damit wäre es ersetzt. Ja, damit hätten wir den Sonic's Ezra's Unbelievable Shadow Sword, ich habe es schon zum 10. Mal gesagt, installiert. Und ja, wenn ihr noch dranbleiben möchtet, um zu sehen, wie er in der Realität aussieht, könnt ihr dranbleiben. Falls nicht, bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst mir einen Kommentar da, vielleicht einen Daumen hoch und auch ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Tutorial. Für die anderen, es geht jetzt weiter mit Ingame. Ja, da bin ich auch schon wieder Ingame. Und jetzt zeige ich euch mal den Mod in der Realität. Und da sieht er so aus. Schon richtig schöne Effekte. Also, ja, Effekte sieht man jetzt nicht so, aber man sieht schon, die Optik wurde ein bisschen sehr aufgebessert. Und man sieht auch so zum Beispiel, das Gras weht die ganze Zeit hin und her. Die Bäume leider nicht, weil wir ja den die Superlight-Variante installiert haben. Habt ihr den normal installiert, dann müsst ihr bei euch alles so im Wind wehen. Bei mir tut es nur das hier. Das reicht mir aber persönlich auch, weil, naja, wer braucht eigentlich das schon? Ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, dann sehen wir eigentlich schon alles. Und ich würde jetzt eigentlich gerne auch noch die Nacht zeigen. So, ja, hier sieht. Ja, das war irgendwie ein Enderman, aber egal. Ja, hier sieht man zum Beispiel in meiner Spaßwelt, wie es im Sonnenuntergang aussieht. Und da sieht man auch ganz schön den Schatten. Zum Beispiel sogar der Gras wirft hier Schatten. Oder unser Minecraft-Typ, unser Minecraft-Mann hier, der wirft auch einen schönen Schatten. Und auch die Gebäude. Zum Beispiel das, dieser Dingens hier, dieser. Die Zäune hier, die werfen sogar einen Schatten. Oder der Block hier. Das Gebäude wirft auch einen Schatten. Und es sieht alles recht hübsch aus. Und ich würde auch gerne auch noch zeigen, wie es in der Höhle aussieht. Aber dafür, ich glaube, das brauchen wir nicht zeigen, meine. Das könnt ihr natürlich selber herausfinden. Ich möchte auch nicht schon alles vorwegnehmen. Gut gelöst, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, das war's auch schon von meinem Tutorial über den Shaders Mod. Und wie ihr seht, wir haben auch kein Motion Blur, also keine Bewegungsunschärfe. Okay, ich hoffe, ich konnte einigen von euch weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst mir einen Kommentar da. Gerne auch ein Abo und einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, schreibt eure Tutorial-Wünsche in die Kommentare. Das wäre natürlich sehr nett. Dann kann ich euch auch kann ich auch euch weiterhin weiterhelfen. Und ja. Was soll ich noch sagen? Wenn ihr bis hier noch da dran seid, dann seid ihr echt. Dann muss ich euch echt mal einen Applaus geben. Ohne Flachs. Was ist eigentlich ohne Flachs? Ich weiß auch nicht. Ach, egal. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich verabschieden. Bis zum nächsten Tutorial oder bis zum nächsten Let's Play. Tschüss, auf Wiedersehen und reingehauen.